Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. So, nach einer kurzen Pause geht's auch wieder direkt weiter, hier in der Donnersteppe. Und zwar, soweit ich mich noch erinnern kann, suchen wir einen Kaktor. Ja, und da schauen wir jetzt die andere Hälfte nochmal durch. So, mal schauen, ob der hier irgendwo rumsteht. Hoffe ich mal. So, da steht schon mal keiner. Kleiner grüner Kaktor, wo bist du? Kann man eigentlich die Dinger hier ansprechen? Nö. Und dann auch schon die ersten Gegner. Das Schwert, das steckt in Yuna. Sehr schön. Ja. So, du hast mal Feuer, du betest eine Runde und du deine dunkle Macht. So, stirb Wolframator. Und das war's. So, Level Up für Yuna und für... Nee, warte, für... Rico und... Doch, Yuna und Rico. Da ist eine Kiste. Zwei Blinkgranaten und da vorne steht er ja schon. Da, schau an. Ein Hinterhalt. So, bitte... Feuer... Dunkle Macht. So, wie schaut's mit Eisgar aus? Gut, war jetzt Eisgar mit 2200? Keine Ahnung, probieren wir das nächste Mal aus. So, oh. Geht ja schon gut an. Go ahead. So, dunkle Macht. Wow, das ging erstaunlich schnell. So, Kaktor, komm zu mir. Kleiner Kaktor. So. Ist Leier. Entdeckt. Sehr schön. Und jetzt müssen wir wieder abknallen. Die Früchte der Reise. Der Weise Isla und die Geister der Ahnen. Ah ja. Unter den Geistern der Ahnen weilt er. Dem, der die Steintafeln angreift, gebührt der Zorn des Himmels. Wow. Oh, Alter. Ah, verdammt. Wie daneben. Ach, komm schon. Was zur? Nein. Ah, verdammt. Ja gut. Null. Geil. So, dann bringen wir ihn zurück zum Kaktorengebiet. Aber vorerst sammeln wir... Aha. Da steht jemand rum. Aber erst möchte ich die Kiste einsammeln. Drei Äther. So, was ist hier los?
You guys better watch out. With horns like that, you're just asking to get struck. Lian and Aid left Mountain to find a way to repair Elder Kimari's horn. We cannot return to Mountain until a way is found. And you expect to find that here? Yes. Where does Lady Yuna think we should search for a way to fix Elder's horn? Oh Gott. Okay, Jose Temple gibt's eigentlich. Ja, Ixion, der hatte zwar auch ein Horn. Illuminum? Nee. Insel Kilika? Was gibt's denn in Kilika? Nee. Ich glaube im Jose Temple, da glaube ich, ist es am besten. The Albed there may know something. I don't know. Lian and Aid go there to look. Thank you, High Summoner. Come, Aid. Stimmt, ein Albed, die graben ja alles Mögliche aus und vielleicht wissen die irgendwas. Wow, ein Schritt. Stirb! So, tot. Gut, zum Jose-Tempel müssen wir sowieso irgendwann nochmal zeitnah. Aber jetzt gehen wir erstmal. Hallo? Wer bist denn du? Ich justiere Blitzerblätter, bla bla bla. Okay. Machen wir Feuer und du machst mal dunkle Macht, so wie immer. Bada boom! So, und jetzt möchte ich gerne hier raus und seinen Speicherpunkt und dann zurück nach Kilika. Na toll. Piece of cake. Ja, mach mal Eisgar und das sollte eigentlich erledigt sein dann. Wunderbar. So, die Pain ist fast Level 40. Unglaublich. So, der Makalan hier wollt. Irgendwas. Ach, da oben. Der Hilfsdienst wird hier wohl nicht gebraucht. Ja, sieht wohl so aus. Und du tust da oben das Sphärophon installieren? Oder? Ja, wunderbar. So, zack, dann speichern wir erstmal schnell. So, und dann sind wir zum Flugschiff. Und jetzt geht's ab zur Wüste Bikanal. Und dann holen wir den nächsten Kaktor. So. Ja, der SOS-Ruf folgen wir auch irgendwann mal, wenn wir Zeit dazu haben. Momentan sind wir mit den Kaktoren vollstens beschäftigt. So, Temple Chose. Wüste Bikanal.
So, wie viel haben wir jetzt eigentlich schon von den Kaktoren? Ich glaube, die Hälfte dürfen wir aber mindestens schon haben. Denke ich jetzt mal. Kaktorengebiet. So, du warst es nicht. Du warst es, oder? Mein lieber Islay, ruh dich erst einmal aus. Oder so ähnlich. So. The next Kaktor ist da. Das ist die Mutter von Chopper. Mein Chopper scheint Fortschritte zu machen. Lassen wir ihm noch Zeit. Bitte lass Chopper noch ein wenig Zeit. That's the gist of it. What? Könnt ihr ihn jetzt noch gar nicht holen, oder wie? Lassen wir ihm noch Zeit. That's the gist of it. Ja gut, dann können wir momentan wohl noch keine holen. Warte doch ein wenig mit der Suche nach dem kleinen Chopper. Ich weiß auch nicht, wo sich Elio, Vertula und Freyle aufhalten. Ich bin besorgt, sagt Malila. Ja gut, dann sind wir hier erstmal fertig. So, was sagt der da vorne noch? Ach ja, genau, mit den bösen Kreaturen, dass es beschützt wird und so. Bla bla bla. So, einmal zurück zum Camp. So, dann gehen wir doch mal zurück zum Flugschiff und schauen, was wir sonst noch so erledigen können. Außer den Hauptmissionen natürlich. So, Bisset gibt es nichts. Kilika auch nicht. Luca gibt es. Verwendet. Ah. Mienstraße. Abgeschlossen. Funguspass. Ach ja, da gibt es Notrufsignal. Illuminum. Keine Mission. Gordos Alarm. Mit 400.000 Jahren hängen wir zusammen. Aha. Donnersteppe. Inferenz bei Sphärowellen. Ja, gut, gibt's nichts. Makalania-Wald. Wir haben einen Notruf vom Reisebedarf empfangen. Genaueres wissen wir nicht, aber es scheint brenzlig zu sein. Gut, dann kümmern wir uns da mal drum gleich. Kanzler Barala ist weg und Marion dürfte in Panik sein, aber das Müllpack wird hier wohl nicht um Hilfe gerufen. So, einzige Rüstungsaktion. Habt ihr genug Punkte? Dann zeigt zum Herrn, benutzt sie. Aha. Glasgow hat eine Heimat gefunden. Sind wir ruhiger? Sollten wir nach ihm schauen? Nee. Garaset. Garag ist vollkommen abgehalten. Gibt's auch nichts. Und in Senekant? Gibt es auch nichts. Na gut, dann gehen wir erstmal in den Makalania-Wald. Zum Reisebedarf. Wenn's da Probleme gibt, gehen wir doch da mal hin. Und versuchen zu helfen. Und danach, glaube ich, können wir mal zum Funguspass gehen. Und zur jungen Liga. Die haben ja da anscheinend auch Probleme. Here? Must be from Makalania Temple. The fact that it's underwater doesn't seem to matter. We can worry about why later! Uni! We have to help them. And our fee? I'll pay you myself, how's that?
Mission gestartet. Beschütze den Reisebedarf. Räume die armstündenden Monster aus dem Weg und schütze den Reisebedarf. Zeit zum Heilen bleibt nicht. Halte durch. Halte 6 Kämpfe aus. Ja gut, wir haben ja... Wir haben ja ein bisschen vorgesorgt. Die halten ja ganz schön viel aus. Wie schaut's mit Eisgar aus? Wahrscheinlich nicht so gut. Para. Bam. Guck mal schauen, Feuer ist glaube ich besser gegen den, oder? Nasser. Machen wir mal Vita. Nur 500? Boom. Au, spinnst du? Oh, Eis auf jeden Fall. So, Kampf Nummer 1 wäre erledigt. Auf in den Kampf. Die sollten nicht schwer sein. Feuer! Und dunkle Macht. Wow. Ich bin schockiert. Auf in den Kampf! Nummer 3. Oh, das sollte auch fix gehen. Feuer! Und Vita! Oh nee, Oversoul. Haha. So. Der nächste Kampf. Kampf Nummer 3 oder 4? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Nummer 4 ist das jetzt. So, du machst mal Eis. Nee, erstmal Feuer auf dieses Ding da hinten, dieses Flugauge. Du machst das und du machst mal Beten. So wie immer. Und jetzt machst du Vitra. Todesschutz erlernt. Oh, cool. Das ist hier Gold wert in diesem Spiel. Bitte! Kling! Ach, diese Nasshauch. Oh, wenn wir gegen die Shiva kämpfen müssen, wird es voll einfach. Einfach Vollgas draufbolzen und dann ist das Ding einfach tot. So wie bei Ifrit mit Eisgar. Auf in den Kampf! Oh, die sind ja einfach. Du musst mal beten, du musst mal sammeln. Obwohl, du machst MP-Absorption. Die wir früher machen sollen. Egal. So. Letzter Kampf. Jetzt kriege ich aber Angst. Regener erlernt. So, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Think that's the last of them? How are the people inside?
Let's go look. Mission abgeschlossen. Erfahrungspunkte. Yeah. Nur die Pay ist Level 40 geworden. Kämpferstolz. Schön. Müssen wir gleich mal angucken. Oh, Fred Fiegen. Tredreka Kriba. Tapfedre Dramiga. Ifind. Machina. Don't talk. Save your strength. The Gadrek. Efuite Dendramiga. Berserker. Ui. Albert Lexikon 9. Das hättest du uns vorher geben können. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr verstanden. Was macht hier solche Geräusche? Alter, der ist so lustig. Nein, Gegner! Was bist du? Friss, Feuerer! Sollte aus. Ach. Das ist ja Wasser. Ah, da ist ja auch noch was da. Ii. Ach, das war's, Feuer. Stirb jetzt endlich. Du, Vitra. Und... toll. Daten senden. Boom, tot. So, jetzt alles erledigt. Wie schaut es eigentlich mit den Abilities jetzt aus? Yuna, du lernst doch gerade noch irgendwas. Ja, Blitzger. Dann du mit deinem Weißmager lernst gerade noch Max Vita. Und du lernst Konfus. Dunkler Himmel erteilt Flechtenschaden. Das heben wir uns wohl zum Schluss auf. Gut. Perfekt. So, dann gehen wir mal da rein. Oh nein, er ist tot. Zack. So, mal kurz speichern. Ach ja, stimmt. Wir haben noch einen neuen Kostümsphäroiden bekommen. Und zwar den Berserker. Ah, da ist er. Oh Gott, schaut der aus. Angriff kleiner, zerbiet die HP des Gegners. Tobsucht. Okay, neutralisieren, löst Schaden. Perfekt. Das Gegner ist zudem Schaden. Infizieren erteilt Schaden durch Gift. Konter für. Oh ja. Ich glaube, der Berserker ist gar nicht mal so schlecht. So, dann gehen wir doch mal. Oh, eine Kiste. Kiste. Eine X-Potion. Na, ja, da geht's nicht weiter. Schade, schade. Was wollt's denn ihr? I guess there's no choice. Erledigt. So, wir sind doch jetzt eigentlich hier fertig. Da können wir uns doch eigentlich zum Luftschiff beamen lassen, oder? Ja, zum Flugschiff. Oh Mann.
Wir sollten Riku für eine Weile allein lassen. Oh. Gut, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge erkunden wir dann die anderen Gegenden. Und das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.